Ja, den haben wir bestimmt durch dieses Schlüsselloch schon gesehen. So, gucken wir, ob hier noch irgendwas ist. Oh, Münzen zum Boden. Lecker, lecker, lecker. Hier was? Hier was? Nein, nein, nein. Hier etwas. Hier etwas. Immer alles schön durchsuchen. Wir wollen ja nichts einfach so liegen lassen. Verarbeitetes Walöl haben wir gefunden. So. Und hier nochmal. Cool. Gut, dass wir das alles hier mitnehmen. Das sind Münzen. Münzen sind gut. Hm, hoch und Sprung. So. Jetzt müssen wir zuerst mal zu Pietro, aber ich wollte nochmal hier gucken, was hinter der Bar ist. Die Dose mit dem komischen Fleisch, die Hemlock-Essenz. Ein paar Münzchen hier. Anscheinend sind das nette Leute, die lassen mich das hier so einfach rumgehen und alles nehmen, was hier rumliegt. Münzen. Einige an Münzen. Okay, hier. Whisky wird hier gebrannt. Kann ich hier irgendwie so Whisky nehmen oder sowas? Der Harpuniere. Was tun wir mit dem betrunkenen Walfänger? Oh nein. Das ist das Lied, was alle singen. Hallo. Gepunschte Birne. Versuche. Schriftreihe der Aufseher, Anrufung, Verfassung, Oberseher, Abraham Tempel. Ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister der Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszehren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat, zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir ein Hirtenstab für die sein, die sich in der Herde entfernen, hin zur nebligen, grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren. Und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifel und Merkwürdigkeiten füllen können. Nicht Freunde und Familienmitglieder Hallo. Zu beherbergen. Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Ja. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Ja, ja, danke. Haben wir den hier? Okay, gut. Ich lese mal jetzt nicht alles vor. So. Einmal hier. So. Und der Schatten von Bitterlef. Ausdruck. Und so. Dann könnt ihr einmal mal kurz Pause machen. Eine Erzählung des Walfängers, Band 2. Wasser. Okay. Ich werde einige Texte vorlesen, aber nicht alle. Nicht. Wenn ich außerdem noch so einen trockenen Hals habe, weil mir es nicht so unbedingt hundertprozentig super gut geht. Oh, wir haben hier noch einen Audiolog. Nein. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt, darum bleibt mir nichts anderes übrig zu hoffen, als die Pakete im Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in großer Menge zu reduzieren, wäre Dunwells Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch, zurück zu Corvo. Wird es ihm gering, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1 zu 5. Okay. 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit mit kontrollierter Gewalt gegen bisher. So, das ist jetzt der Walfänger Band 1. Den Zweier haben wir davor gehabt. Zugängliche. Und die Marine und die Flotte. Das werde ich natürlich nicht vorlesen. Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Das ist aus. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter?
Achtung, Bürger von Danvor. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum. Meine Möbel wurden schön, endlich Sie geliefert sehen, und aufgebaut. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Die Sie anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hyrum Burroughs. Als er noch meine der Meister Möbel wurden endlich war. Geliefert und aufgebaut. Ein manipulativer Bastard, sagt Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Okay. Interessant. Außer, dass eine Typ natürlich dazwischen quatschen musste. Wir wollen nicht hoch, wir wollen jetzt runter. Wollte ich ganz nach oben gehen und da alles erkunden? Ich doch lieber zuerst mal zu Pietro. Ja, der muss hier sein, ja. War mir klar. Ist die Tür verschlossen und die andere auf, oder was? Ah, okay, die ist hier auf. Aber bevor ich mit ihm spreche... Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Okay, cool, danke. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Okay. Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Zweite Lösung, okay. Nicht. Piedos Anzeige in die Stadt gegeben. Nein, ich würde die Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßener Kristall, zivianisches Erz. Warum können Sie wundervolle Metall von Gristle nutzen? Federn, King Sparrow. Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kissen nach. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch ohne Prüfung bekommen. Aber das hier ist mein Unternehmen. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum Öl, Essen, Elixier, Baumaterial und alles andere. Also müssen Sie sich etwas einschränken. Solange Ihnen die Rechnung bezahlt, werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange es nicht absolut notwendig ist. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sie selbst. Halb Dunwall liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie das alte Zeug nehmen. Heißt, alles, was wir aufsammeln, können wir dem bestimmt geben. Aber was er noch wichtig gesagt hat, ist, dieser Walöltank sieht aus, als könnte man hier irgendwie so ein Portal schießen, um da durchzukommen. Mit einer Portal Gun. Oh, Bücher. Fehlgeschlagenes Experiment. Okay. Totenzählerfunktion. Aufgrund immer größer werdender Seuchenkrise hat der Lordregent die Position des Totenzählers geschaffen, die nur von Junior-Offizieren oder Offizieren mittleren Ränge bekleidet werden kann. In den meisten Fällen, in denen eine Last- oder Ausgangssperre vollstreckt werden muss, unterstehen die betreffenden Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat jedoch in der Situation die Befehlsgewalt, die mit der Seuche unter der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Personen, die unter fortgeschrittenen Symptomen leiden, im Volksmund Weiner genannt, ab dem Monat des Regens können sie Offiziere zum Eignungstest anmelden und nach Bestehen an einer 2-wöchigen Einführung teilnehmen. Die Position wird mit Gold, Elixierration und einhalbfacher Qualität vergütet. Okay. Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu das Studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügig physiognomische Unterschiede. Östlich von Tivia auf dem 2. Abschnitt unserer Reise erlegt die Mannschaft ein Weibchen etwa 42 Fuß lang. Meinen Schätzungen nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tode rang. Im Kerzenschein führte ich meine Vivisektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen. Unter lautem Gebrüll schnitt ich in die Tentakel um den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte an Oberkiefern. Ich vermute, dass diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, die das Tier mit den Zähnen nicht kauen kann. So. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von den zahlreich kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur am Boot gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen.
und dann auf einem Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunville, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, während sie noch am Leben ist. Walölfüllstation. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in der Nähe der Ölfüllstation gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und die richtige Position festmachen. Mit dem Hebel startet man den Auffüllvorgang. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssten mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar haben die Grievers Öl Company zur Abwechslung einmal was richtig gemacht. Okay. Was haben wir denn hier? Unzerstörbare Tür. Okay, ich speichere mal, weil ist ja sehr instabil das Öl. Eieieiei. Perfekt. Nun rein damit. Okay. So ein Wahlzeichen dafür. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Kein Problem. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Okay, das ist sozusagen unser Upgrade-Mann. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren, herstellen, bitte. Ich würde gern Verbesserung gucken, ob ich mehr Betäubungsbolzen. Armbrust Präzision, Armbrust Nachlader. Wie viel haben wir? Kosten? Also ich habe 1000 Münzen jetzt gerade. Kampfbetäubungsbolzen. Ein einschläfende Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Springen Corvus Pistolen, Schwerthärtung macht das Schwert effektiv, wenn das andere Gegner blockt und den Gegner zurückdringt. Ausrüstungsverbesserung da. Bolzenkapazität würde ich gerne erhöhen. Ermöglicht ein weiteres aktives Knochenartefakt. Insgesamt 4 Maskenoptik ermöglicht die Sicht zu vergrößern. Drücke linke Alt-Taste, um zu zoomen. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall die Bolzenkapazität, bitte. Und die Maskenoptik, bitte. Und dann würde ich gekauftes Granate. Kabelwerkzeug erlaubt es, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinem Wunsch zu manipulieren. Wird beim Einsatz verbraucht. Ach komm, nehmen wir mal eins davon mit. Sicher ist sicher. Und Kabelbetäubungsbolzen da. Wenn wir wieder voll sind. So, dann haben wir 10 von 10. So. Ja. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Echt? Nutzen Sie die Ruhe. Ja, Sie haben recht, wieder zu Bett gehen. Gute Träume. Ah. Nein! Ich wollte noch da hinten was nehmen. Nein! Mit weggesteckten Waffen bewegst du dich schneller. Cool. Ganz woanders. Okay, und wer sind wir jetzt? Ich habe eine Vermutung, wer wir sind. Wir sind bestimmt die kaiserliche Tochter Emily. Wow. Was ist das? What? Ja, okay, wo sind wir? Oder sind wir Corvo in irgendeiner komischen Welt? What the? Hallo, Corvo. Oh. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Ja, JD. Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen.
Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Aber wieso? Komm, finde mich. Irgendetwas stimmt. Wow! Drücke, um einen blitzschnell lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, wenn du nach oben oder unten bewegst. Alles ist dann geringer. Wenn die Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren. Okay. Sprung des Glaubens. Uah. Oh nein. Was ist das denn? Gedrückt halten, um mit Teleportieren zu zielen, um die Kraft wieder einzusetzen. Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten. Und immer das gleiche. Funktioniert. Pieros Mana Elixier. Oh, cool. Also brauchen wir jetzt Mana. So, wenn wir das gedrückt haben, können wir zielen damit. Okay. Das heißt, da ist sozusagen unser weitester Punkt. Ui. Ui. Ja. Oje, was ist das denn? Pass auf, wo du hintrittst. Hier, komm, wieder Mana Elixier. Ui. Aha. Wow. Schießt jemand gerade irgendwas? Oh nein, ey, ich habe jetzt schon wieder. Sehr interessant, was hier ist. Oh nein. Da. Oh. Ah, aber unser Mana füllt sich zu einem gewissen Rate wieder auf, wenn wir, glaube ich, nicht zu schnell nacheinander teleportieren. Wow, hier sind noch. Wow, super! Hätte ich mich da teleportieren müssen, wie so einen kleinen Vorsprung, hätte ich einfach nur springen müssen. Da sind es. Hopp. Hopp. Da, bitte. Okay, jetzt. Ah, okay, gut. Wenn wir ein Bild nutzen, können wir warten, dann ist es wieder aufgekühlt. Hopp. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Okay, wenn du das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist, und schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du ihn drückst, während du in eine Versuchung bist. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Okay. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Mein Gott, ey, was ist das denn? Das Herz. Uah, guckt euch das doch mal an. Okay. Die Rune ist da. Okay. Ich würde gerne einmal teleportieren. Kann ich so weit? Nein, ich kann nach da unten. Ui! Oh mein Gott.
1, ah ne, 6 ist Herz. Okay, 6 ist Herz. Und 7 ist Teleportieren. Wow. Warten, bis es wieder aufgeladen ist. So. Jetzt nehmen wir mal 6. Wow, wie das jetzt schlägt. Nehmen die Rune. Da, Rune aufgehoben. Was machen wir damit jetzt? Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Okay, du kannst Runen gegen Kräfte eintauschen. Cool. Was will ich denn machen? Ah, okay. Beherrschen. Teleportieren, schnelle Vorwärtsbewegung über längere Distanz. Strategisch wertvoll. Kosten 3 Runen. Beherrschen, Zeit verlangsamen, tödlicher Schwarm von Ratten. Ein Windstoß, Schattenangriff überrascht Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zur Asche. Nein! Nein, will ich nicht! Sprunge erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Das ist gut. Baut Adrenalin auf und ermöglicht dann einen tödlichen Nahkampf. Okay, gut, soweit ist wieder null Müll. Nachtsicht. Erlaubt es das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Ja, da würde ich jetzt bitte mal. Was haben wir denn auf Stufe 2? Erlaubt den Sehen im Dunkeln und das Sehen von anschließend die Sichtfelder durch Macht, macht sichtbar, macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Oh, cool. Nee, das nehme ich definitiv. Das hier. Ja, Nachtsicht bitte. Da, jetzt kann ich da durchgucken. Und sehen, wie sie gucken. Cool. Heißt, wir müssen sehr viele Runen finden. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Okay, Jenny. Im Tagebuch findest du alle Notizen, die du bisher eingesammelt hast. Okay. Cool. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich im alten Papa am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertraum, um herauszufinden, was sie vorhaben. Okay. Okay. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Die findest du in... indem du ihre Lieder lauscht. Du kannst im Bereich Knochen einfach den, drei Knochen gleichzeitig tragen. Okay. Slackjaw, Jugend- und Strafregister. Okay, 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 okay. Das werde ich definitiv nicht lange, nicht lesen. Crawley Otto Street Gang. Okay, J um auszurüsten. Knochenartefakt. Fechter, Feuerwasser, zerschossene Whiskyflaschen explodieren mit großer Intensität. Du erleidest weniger Schaden durch Explosion. Das nehme ich mal. Du gewinnst Schwertduelle häufiger. Ja, bringt mir eh nichts. Aber komm, rüsten wir alles aus, weil wir es können einfach. Das sieht hier aber ganz anders aus. Als vor kurzem. So, was war das? Linke Alt-Taste. Ah, cool, dann können wir jetzt... Ah, mit dem eingebauten Zoom, den wir haben. Cool. Was haben wir denn hier? Das Fest... Auszug aus Buch über Feste und Feiertage. Okay, okay, okay. Haben wir... Was haben wir denn hier? Bittere Prüfung der Begabten. Okay. Ein unzerstörbarer Kristall. Aber ich dachte, der Typ verkauft die auf dem Schwarzmarkt. Aber wir bekommen ja schon das Geld. Ruf des Wehren, Band 1. Als die Maschinen der alten Vehikels laut aufholten, fühlten sie sich Unwohlsein in meinem Magen. Es war die Erfindung von Orchardo, dem dritten Präfekten der Akademie der Naturphilosophie. Er war hocherfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeuges. Orchardo zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dichte Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Gefährt nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um das aus dem Fenster zu schauen, dass mir plötzlich nicht mehr dick genug vorkam, als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Brian an und lächelte. Sag einige Verse der Litanei auf, mein Schüler. Das wird dein Herz von der Schändlichkeit in nichts... Okay.
Okay. Das Herz sagt, hier ist doch irgendwas. Der Rune in 120 Meter. Da hinten. Haha. Cool. Gut, dass ich das Herz genommen habe. Teleportieren. Oh! Was? Ist das echt nur so kurz? So 6. Also die Rune scheint da hinten oder ein Knochen einfach irgendwie da hinten zu sein. Rune nehmen. Cool. Haha. Okay. Journal. Beherrschen. Erlaubt es kurzzeitig Übernahme von Tieren. Erlaubt es kurzzeitig. So, strategischer Hinweis. Was bringt denn das? Bitte? So. Fische oder eine Ratte verschmelzen. Dann musst du freien Blick auf das Ziel haben. Mit dieser Kraft kannst du dich beim Schleichen in kleine Winkel verstecken oder Wege benutzen, die normalerweise zu klein für dich sind, so wie die Wasserröhre oder Luftschächte. Wenn du die Kontrolle über eine Ratte übernimmst, werden Gegner versuchen, dich zu zertreten. Also Wolfhund kannst du schnell sprinten. In der zweiten Stufe kannst du auch Menschen übernehmen, deren Kontrolle ist begrenzt. Kampf und schnelle Bewegung sind nicht möglich. Einfache Aktionen wie das Öffnen einer Tür oder das Sammeln von Gegenständen gegen schon. Verbündete des übernommenen Menschen werden dich nicht angreifen. Sicherheitssysteme wie ein Blitzpfeil oder Lichtwände, die auf die übernommene Person abgestimmt sind, fügen dir keinen Schaden zu. Fällst du von einem erhöhten Ort hinunter, stoppt die Übernahme eines Tiers oder so deinen Fall. Okay. Nehmen wir. Wenn wir Zeit verlangsamen, brauche ich nicht. So. Ich habe eine Rune. Ach so. Das ist das Einzige, was ich verbessern kann. Okay. Habe ich jetzt noch was? 6 Herz? Was? Optional die Rune. Benutze das Herz, um sowas zu finden. Okay, jetzt müssen wir R klicken, damit wir einmal so ein komisches Elixier nehmen. Habe ich doch aber schon. Ich habe jetzt eine optionale Mission gemacht. Cool. Okay. Sonst noch irgendwas hier in der Nähe? Ah, ne, ich muss das mal hier aus dem Wasser. Hey, was ist denn hier drauf? I. Irgendwas hat mich gebissen. I. Oder ist das Wasser? Ne, das war nichts. So. Diese Kraft ist super cool, weil dann können wir nämlich hier einfach. Hui! Hallo! Mit Pietro. Havlock kam vorhin vorbei. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne einmal gucken, was ich mir jetzt noch leisten kann. Da wäre ein bisschen was aufgehoben. Ah, oh, cool, der hat Runen für 500. Ein Stück Wahlknochen mit Eingravierungen. Die Armbrustreichweite, Nachlader, Kampfbetäubung. Da wäre höchstens das Einzige, was mich interessieren würde. Und die Bolzenkapazität, weil Granaten, Sprengminen. Ermöglichen ein weiteres Knochenartefakt. Das ist mir aber noch nicht so wichtig. Pistolen und sowas werde ich eh nicht machen. Okay. Hier haben wir ja schon alles gelesen. Den Schrank können wir hier auch wieder schließen. Hier ist ja aber was. Irgendwas für eine Kraft. Ui! Naja, bringt ja nichts. So. Oh, hier haben wir noch was. Lebten. Eine zweite Lösung. Okay. Der Seele im Herzen. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz mit Hilfe von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Aha. Ha, komm, gehen wir mal da hoch. Gehen wir da hoch? Ja, da war das doch. Hui! Cool. Ach, sowas sind doch schöne Kräfte. Achtung, Bürger von Dunwall.
Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung und dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird es nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh, der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Nee. Nichts verpasst. Doch, hier auf dem Stuhl ist eine Zehnermünze. Hier ist nichts. Was ist hier? Immer alles schön erkunden. Sagt man jetzt. Uah. Überall so komische Türen, so als könnte man da durchgehen, aber man kann. Ui. So. Jo, ich denke, dann gehen wir jetzt mal langsam dahin, wo wir hin müssen. Oder? Nee. Ich danke, ich werde speichern. Und dann sehen wir uns dem nächsten Part dann wieder. Bis dann, ciao.